Wir sind in der zweiten Session des Online-Kurses eben zu strategischen Zielen vom Profil her denken. Und heute möchten wir mit Ihnen im Grunde genommen einen kurzen Impuls geben zum Thema Strategie und Hochschulprofil, also Strategie oder Digitalisierung als Teil der Hochschulentwicklung betrachten und haben zusätzlich eben zwei Personen von der Bauhaus-Universität Weimar heute hier. Die Bauhaus-Universität Weimar hat 2018-19 die Peer-to-Peer-Beratung durchlaufen. Und hier möchten wir auch so ein bisschen einen Einblick geben, wie das eben das Thema Strategieentwicklung, Profilentwicklung an einer Hochschule aussehen können. Ich werde diese Veranstaltung heute vor allem moderieren, aber auch gemeinsam mit Tina Ladwig sozusagen eben den Impuls geben. Tina Ladwig ist seit Anfang des Jahres Abteilungsleiterin der Schulbehörde Hamburg und dort für die digitale Transformation der Volkshochschule Hamburg zuständig. Zuvor war sie an der TU Hamburg als Teamleitung für die Hamburger Open Online University und Projektleitung für zahlreiche Forschungsprojekte in Bezug auf Digitalisierungsstrategien. Sie ist darüber hinaus, ich glaube, seit der ersten Stunde tatsächlich Peer-Expertin bei uns in der Peer-to-Peer-Beratung im Hochschulforum Digitalisierung und hat uns auch in zahlreichen weiteren Projekten im Strategiebereich bereits unterstützt. Also danke, Tina, dass du auch heute hier bist und deine Expertise zu dem Thema weitergibst. Wir haben das so geplant, dass ich versuche, ein bisschen diesen eher einen theoretischen Input zu geben, während Tina Ladwig das Ganze nochmal etwas aus der Praxis heraus betrachtet. Wie gesagt, wir können heute nicht viele Fragen aus dem Chat beantworten, aber wir haben eben uns gesagt, Sie können Ihre Fragen auch über Mattermost stellen. Hier hatte Tina Ladwig schon gestern einen kleinen Post erstellt. Also wenn Sie einfach auf diesen Post antworten, dass wir auch sofort sehen, das ist eine Frage, es richtet sich an uns, an diese Session sozusagen, dann können wir auch im Nachhinein dieses Kurses nochmal eben Fragen gerne gemeinsam klären. Und ja, steigen wir dann direkt in das Thema ein. Vielleicht noch für den Rückblick auf die letzte Session, da hatte ich ja versucht, einen gewissen Überblick über den Kurs zu geben. Nach dem, was wir unter Digitalisierung verstehen und das vielleicht nochmal auch von Fragen aus der vorherigen Sitzung nochmal einzudeuten, es geht hier im Kurs vor allem um Hochschulstrategien, wirklich auf der Ebene der Hochschulen als Gesamtinstitution, auch einfach darum, den Komplexitätsgrad ein bisschen zu reduzieren. Also man könnte natürlich auch über Strategien auf Landesebene, man könnte über Strategien auf Fakultätsebene sprechen. Aber wir versuchen das irgendwie mit diesem Fokus auf Hochschulen zu betrachten. Und hier habe ich letzte Woche schon gezeigt, verstehen wir eben Strategien oder die Digitalisierung eben nicht unbedingt als einzelne Maßnahmen, sondern eben als ganzheitlichen Hochschulentwicklungsprozess, der die verschiedenen Bereiche betrifft, also welche Kompetenzen wollen wir lehren, welche didaktischen Szenarien, wie sehen Räume aus, mit welchen Lerntechnologien wollen wir arbeiten und was bedeutet das für Infrastruktur, was bedeutet das für die Organisationsentwicklung, eben wirklich ganzheitlich zu betrachten in den verschiedenen Abhängigkeiten. Und eben, oder als wichtiger Punkt ja auch eben nicht einzelne Inseln zu schaffen von gewissen Maßnahmen oder Projekten, das ist sozusagen, was in den letzten Jahren und auch jetzt durch Corona nochmal viel passiert ist, sondern hier im Grunde, das war ein Bild auch aus der Peer-to-Peer-Beratung, aus den verschiedenen Maßnahmen einen Kontinent zu schaffen, also ein einheitliches Hochschulprofil, ein einheitliches Digitalisierungsprofil und Bild in der Lehre für eine Hochschule. Was das jetzt, wie gesagt, dieser Zusammenhang, und heute wollen wir genau über diesen Zusammenhang sprechen, über Digitalisierung, strategische Ziele in Bezug auf die Digitalisierung und Leitbild oder Profil der Hochschule.
Um es vielleicht hier auch nochmal deutlich zu machen, dass genau das gerade der strategische Ansatz ist, habe ich Ihnen hier noch ein Zitat mitgebracht aus einem recht noch schon alten im Grunde AfD-Arbeitspapier von Schmidt und Bäßler, in dem sagen, es ist erst eigentlich dann ein strategischer Ansatz, wenn man wirklich ausgehend von einer wirklich übergreifenden Zielstellung, zum Beispiel was die Lehre betrifft, womit man in der Lehre, wofür die eigene Lehre stehen soll, in die Digitalisierung da eindringt, um eben wirklich das strategische Profil der eigenen Hochschule zu stärken oder auszurichten und zu untermauern und eben versucht werden soll, eben ja, was sozusagen an Digitalisierungsmaßnahmen passieren soll, welche Digitalisierungsmaßnahmen eingesetzt werden sollen, eben sollte eben stark eben mit dem allgemeinen Hochschulprofil oder dem allgemeinen Lehrprofil eben stark ja, eine gewisse Synchronität haben. Doch jetzt vielleicht die Frage, was ist denn überhaupt ein Leitbild? Was ist ein Hochschulprofil? Im Grunde genommen ist ein Hochschulprofil sowas wie ein roter Faden, eine Story, ein Narrativ, im Grunde, das sich durch die ganze Hochschule, durch die ganze Institution windet, sozusagen als, ja, als eine spezifische Identität der Institution, der Organisation, eben die Möglichkeit gibt, der Hochschule sich von anderen Hochschulen zu unterscheiden. Es ist dabei gewissermaßen auch eine externe Legitimation als Hochschule. Warum ist gerade diese Hochschule wichtig und was bietet diese Hochschule? Aber eben auch eine gewisse Wertorientierung und Legitimation nach innen. Also wir sind die Hochschule, die das und das für das und das steht. Gerade in einem ja immer wettbewerbsorientierteren, kompetitiveren Hochschulwelt bedeutet das, kann das natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Also warum sollen Studierende gerade bei Ihnen studieren? Und eben ein Alleinstellungsmerkmal als Hochschule auszubauen. Und jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, eben sich ein Profil, ein Profil zu entwickeln. Das ist natürlich auch gerade für große Hochschulen nicht besonders einfach, mit verschiedenen Themenfeldern, mit verschiedenen Fächern. Und hier möglichst einen gewissen, ja, ausgeglichenen, auch im legitimen Grad zu finden, schlagen hier die Autoren dieser Studie, die ich Ihnen hier noch abgebildet habe, zu Themenbildung als Profilbildungselementen eben vor, eben Richtung Themenprofile zu schauen. Also Themen sind hier sozusagen Handlungs- oder Problemfelder, die im Grunde genommen versuchen zu erklären oder an Alltagsprobleme, an die Gesellschaft anzuschließen und zu versuchen zu erklären, wo hier Forschung und Lehre sozusagen eingreifen, sich darauf beziehen. Und im Grunde werden hier drei mögliche Themenprofile aufgemacht. Das ist einmal das geborene Themenprofil, das ist einfach die Hochschule, die einen gewissen Gründungsauftrag hatte. Das gewachsene Themenprofil, wo die Hochschule einen Gründungsauftrag sozusagen erweitert worden ist. Aber es ist auch möglich, sozusagen auch vielleicht für die große Volluniversität sich zu überlegen, für welches Thema möchten wir denn eigentlich stehen im Nachhinein, also sozusagen im Nachhinein auch eben über einen strategischen Prozess sich zu überlegen, wofür man als, mit welchen Werten oder für welches Thema man als Hochschule stehen möchte. Wie das aussehen kann, habe ich Ihnen hier mal mehrere Beispiele mitgebracht. Also eine Hochschule mit einem klaren Gründungsauftrag ist beispielsweise natürlich die Hochschule für Gesundheit, die auch auf ihrer Webseite sehr deutlich macht, wir sind die Hochschule für die Gesundheitsberufe. Wir haben auch etwas wie die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, wo auch hier im Namen der Hochschule deutlich wird, wofür sie eigentlich stehen möchte, wofür Forschung und Lehre stehen sollen. Wir haben aber auch eben sowas wie die Universität Paderborn, die sehr stark dieses Motto vertritt, wir sind die Universität der Informationsgesellschaft, die auch die Technische Universität Bergakademie Freiberg, die sich klar als Ressourcenuniversität positioniert, oder eben die Fachhochschule Dortmund, die in ihrem Claim We Focus on Students sehr klar einfach ihre Studierendenzentrierung deutlich macht. Also durch Claims, durch Namen, aber eben auch durch Profile oder durch assoziative Themen, die immer wieder auftauchen. Also Kassel ist, glaube ich, in Bezug auf Nachhaltigkeit sehr, sehr, möchte sich da positionieren. Also es gibt immer wieder diese Themen, die sozusagen zu den Hochschulen
mit diesen Hochschulen assoziiert werden und immer wieder auftauchen in irgendeiner Form von Außenkommunikation. Und ja, wie das jetzt konkret auch aussehen kann, wird Ihnen jetzt Tina Ladwig noch verdeutlichen. Ja, vielen Dank, Janika. Und ein herzliches und sonniges Hallo aus Hamburg. Frau Budde hat es ja schon gerade angesprochen, dass Profile natürlich immer ganz viel mit Werten und mit einer gewissen Kultur und der Hochschule auch zu tun hat. Und das ist ähnlich, wie es auch bei Marken zum Beispiel der Fall ist, wird es erst dann lebendig und wirklich nachhaltig wirksam, wenn man es schafft, es gut auch innerhalb der Hochschule erstmal zu transportieren und auch gut zu kommunizieren und dann auch entsprechend natürlich auch nach außen hin zu repräsentieren. Und dafür gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, um erstmal in der Hochschule diese Identität, von der Frau Budde gerade gesprochen hat, auch wirklich zu gestalten oder auch zu bewirken, damit auch wirklich sich alle Hochschulmitarbeitenden sich mit diesen Werten, die angesprochen werden, auch identifizieren können. Und ganz typisch ist in den Hochschulen, dass es zum einen strategische Prozesse innerhalb der Hochschulen gibt, die dazu führen, dass am Ende beispielsweise gemeinsam auch partizipativ an den verschiedenen Dokumenten auch gearbeitet wird, mit denen man dann immer wieder so die Reflexionsebene einziehen kann. Und solche Dokumente sind beispielsweise auch Leitbilder, die über die Hochschulwebseiten veröffentlicht werden können, auch Hochschulstrategien. Manchmal werden auch als solche Instrumente und Dokumente auch die Hochschulentwicklungspläne genutzt oder auch die Digitalisierungsstrategien dann sehr spezifisch als ein Teil genutzt. Und wir haben uns damals mit Kolleginnen und Kollegen aus der TU auf den Weg gemacht, das war 2018, und wollten mal einen deutschlandweiten Blick einnehmen und schauen, wie viele Hochschulen kommunizieren eigentlich ihre Hochschulstrategien, Entwicklungspläne, Leitbilder auch zum Thema Digitalisierung über ihre Webseite und hatten dann 192 Dokumente gefunden, die wir dann auch inhaltsanalytisch ausgewertet haben. Ich habe Ihnen hier auch den Verweis mit dazu gebracht, wo Sie zum einen die Dokumente auch, die wir abgespeichert haben, weil das Internet ist ein sehr schlechtes Archiv, sodass wir sämtliche Dokumente damals für unsere Recherche auch festgehalten haben und den entsprechenden Abschlussbericht auch hinzugefügt. Aber was man sagen kann, ist, dass die Leitbilder, die nämlich dann ganz häufig für dieses Profil, für den Claim, für das Motto, die Werte, die Einstellung der Hochschule auch genutzt werden, um sie zu kommunizieren, beinhalten, sind zum einen ganz klassisch, nämlich die Ziele, die Frau Budde ja auch schon angesprochen hat, also strategische Ziele, die eine Signifikanz für die Entwicklung der Hochschule hat. Dann eine Aussage oder Aussagen zur strategischen Positionierung, also es wurde angesprochen, der Wettbewerb steigt auch durch die zunehmende Transparenz, auch innerhalb der Hochschulen oder zwischen den Hochschulen, auch getrieben durch die Digitalisierung. Aber es gibt auch andere Aussagen, nämlich zur Kultur, zur Struktur der Hochschule, zu den jeweiligen Kontextfaktoren. Und interessanterweise gibt es auch zahlreiche Dokumente, die auch die beteiligten Akteure mit ansprechen und Akteurinnen. Und somit also einen Einblick in den partizipativen Prozess geben, wie diese Leitbilder auch entstanden sind, weil das auch ein Qualitätskriterium ist. Und im Vorfeld wurden uns schon ein paar Fragen gestellt und mit Blick nämlich auf den internationalen Kontext. Janika, wenn du eine Folie weitergehst, bitte. Mit Blick auf den internationalen Kontext gibt es auch hier zunehmend zum einen sogenannte Education Strategies, aber auch mit zunehmenden besonderen Schwerpunktsetzungen auf die Digitalisierung. Und man sieht auch hier, dass sich auch im internationalen Kontext Hochschulen die Digitalisierung zu nutzen machen und zu eigen machen, um sich hier auch entsprechend zu positionieren und auch das für sich zu nutzen. Nun ist es so, dass wir seit nunmehr fast anderthalb Jahre ja durch die Corona-Pandemie einen unfassbaren Aufschwung auch an den deutschen Hochschulen sehen und einen nicht zu negierenden Einfluss dieser Pandemie auch als externen Treiber für die Hochschulentwicklung wahrgenommen haben.
Und was sich zum Beispiel zeigt, und das fand ich ganz interessant, als ich mich mit Kolleginnen so in den letzten Monaten mal auf den Weg gemacht habe, um zu gucken, was passiert eigentlich an den Hochschulen durch, also wie wird zunehmend zu diesem Thema der Corona-Pandemie auch reflektiert. Und so gibt es beispielsweise hochschulinterne Diskurse, die auch über die Webseiten beispielsweise auch kommuniziert werden, wie an der Universität Bonn, wo es ein Diskussionsforum zum Thema, was bleibt, wenn Corona geht, gibt. Also es wird, jetzt ist die Zeit gekommen, um aus diesen ganzen Ad-hoc-Maßnahmen zu reflektieren, was strategisch als Ziel eigentlich übrig bleibt. Oder auch an der Hochschule Heidelberg wurde im letzten Jahr bereits ein Diskurs initiiert zum Studium der Zukunft, also zwischen Virtualität und Präsenz, sich neu aufzustellen. Und es wurde auch, und das fand ich sehr interessant, wir hatten uns im letzten Jahr auch mal auf den Weg gemacht, verschiedene Hochschulbefragungen uns anzugucken, die das Thema Digitalisierung, Auswirkungen von Corona auf zum Beispiel Strukturen und Kultur der Hochschule bei Studierenden und Lehrenden abfragten. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wenn wir doch im akademischen Kontext und im wissenschaftlichen Kontext unterwegs sind, diese Befragungsergebnisse jetzt zunehmend auch zur Verfügung stehen, wie gelangen diese zum Beispiel in hochschulinterne Diskurse, um die Digitalisierungsstrategien jetzt auch nochmal aus der aktuellen Sicht dementsprechend auch neu zu reflektieren oder auch entsprechend anzupassen? Und das ist ein Blick nach vorne, den ich noch gar nicht so einschätzen kann, aber ich finde es sehr interessant, diese verschiedenen Informationen und auch Quellen weiter zu beobachten und auch die Zunahme der Diskurse an den Hochschulen zu beobachten, wo es genau um diese Frage geht, nämlich was bleibt, wenn Corona auch wieder geht. Genau, jetzt ist nämlich vom Profil aus zu gucken, was gibt es denn an strategischen Zielen oder was sind eigentlich dann strategische Ziele? Und hier vielleicht von mir noch so ein kurzer Einschub sozusagen. Wir haben 2018, da war ich ganz frisch im HFD, im Grunde aus der Erfahrung der ersten Peer-to-Peer-Beratungsrunde Handlungsempfehlungen zusammengestellt. Ich glaube, Tina, da warst du auch mit bei der Expertenrunde. Und hier haben wir sehr deutlich gesehen, dass auch schon nach den ersten 6 Hochschulen sichtbar war, dass eben auch Ziele wirklich auch positiv besetzt werden sollen. Also wenn man wirklich eben keinen Widerstände haben oder weniger Widerstand haben möchte gegenüber strategischen Zielen, über Plänen, was die Digitalisierung angeht, es eben konkret auch mit der Situation der Hochschule zu verknüpfen. Und das haben wir damals so ein bisschen auf diesen kurzen Claim gebracht, entweder Herausforderungen lösen oder Stärken stärken. Also dass man wirklich schaut, wo soll eigentlich die Digitalisierung ansetzen, was ist denn eigentlich schon da? Vielleicht hier noch ein kurzes Beispiel. Die Universität Duisburg-Essen hat es zum Beispiel gemacht. Die hatten halt gesehen, wir haben eigentlich die Herausforderung einer sehr diversen Studierendenschaft, sehr viele Studierende, die zum ersten Mal, also in der Familie die Ersten sind, die studieren. Und hier eben sozusagen eine neue Stärke entwickelt, eben dieses diversitätsgerechte Studieren und es für sich sozusagen auch als Profil entdeckt. Und was, Tina, was gibt es denn noch für andere strategische Ziele in Bezug auf die Digitalisierung? Ja, interessant ist natürlich auch, das ist wieder aus 2018 oder beziehungsweise 2019 die Erkenntnisse. Jetzt würde es mir natürlich in den Fingern jucken, mal zu gucken, welche Ziele setzt man sich denn nach den ganzen Erfahrungen, die man vielleicht auch mit dem Treiber der Pandemie gemacht hat. Aber zunächst einmal hier. Damals haben wir aus der Inhaltsanalyse der verschiedenen Strategiedokumente, also wirklich von Leitbildern bis Hochschulentwicklungspläne durch die Bank weg, zu dem Thema identifizieren können, dass es ganz klar auch genutzt wird, um die Hochschule im Wettbewerb zu positionieren. Also wenn man nicht digital sich in irgendeiner Form positioniert oder dazu auch sich verhält, dann kann es durchaus auch ein Wettbewerbsnachteil sogar werden. Interessant fand ich, und das finde ich eigentlich auch sehr schön, Kooperation aufbauen, stärken und nutzen war ein sehr häufig genanntes strategisches Ziel, zeigt sich auch in den zunehmenden Verbünden auf Bundeslandebene, wo genau das sich dann auch auf einer Ebene höher, nämlich auf Bundeslandebene dann auch entsprechend auch manifestiert.
Darüber hinaus wird auch die Digitalisierung häufig für didaktische Innovationen auch genutzt und aber auch, um zum Beispiel die Bildungsbiografie der Studierenden viel flexibler und individueller zu unterstützen und gestalten zu können und natürlich auch sie auf die zukünftige Arbeitswelt vorzubereiten und beispielsweise auch neue Arten oder neue Formen der Prüfungen auch zu nutzen oder zu avisieren, wo man genau diese Potenziale nutzt und daraus die Ziele entsprechend auch unterstützt. Und genau, du hast die Folie schon gezeigt. Aber ich etwas zu schnell. Nein, alles gut. Diese Ziele verankern sich natürlich auch in den Themen und den übergreifenden Narrativen, wo du jetzt ja auch nochmal eingehst. Genau, im Grunde geht es uns so ein bisschen, was wir jetzt vorgestellt hatten, war eher so, dass vielleicht auch in der erstmal die Richtung ist, was wollen wir eigentlich damit? Und eine Frage, die sich auch in der Peer-to-Peer-Beratung immer wieder stellt, die auch die Peers gerne stellen im Beratungsverfahren, ist denn, warum sich die Hochschule damit beschäftigt, mit Digitalisierung? Also nochmal so ein bisschen die andere Perspektive, der eigentlich derselben Medaille. Eben, und ich habe mal versucht, so aus verschiedenen Beschäftigen sozusagen mit diesem Thema der Strategieoptionen, Strategiebildungsprofile, also versucht, so Grundthemen herauszukristallisieren. Also warum beschäftigen sich eigentlich überhaupt Hochschulen mit der Digitalisierung? Also jenseits von eher strategischen oder taktischen Geschichten wie der ein Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Also warum oder worin sehen Sie den Wettbewerbsvorteil? Was bedeutet für die Hochschulen Verbesserung der Lehre? Weil das auch ein häufiges Ziel, was genannt ist, aber das nochmal ein bisschen zu schärfen, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Also wir sehen immer sehr viel, dass darüber gesprochen wird, eben die Studierenden auf eine digitale Arbeitswelt, auf eine digitale Welt vorzubereiten. Jetzt hier auch mal auch die Wissenschaft als Arbeitswelt mal mit subsumiert ist. Also eben gewisse Fertigkeiten, Inhalte, aber eben auch vor allem Kompetenzen zu vermitteln. Das Thema der Heterogenität oder Diversität der Studierenden hatte ich eben schon kurz angesprochen. Also hier flexiblere Möglichkeiten zu schaffen, auch hier hat, glaube ich, auch gerade die Corona-Krise wieder sehr stark gezeigt, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Studierenden auch wirklich gerecht zu werden. Dann generell dieses Thema, was ich mal so Erhöhung des Studienerfolgs nennen möchte, also über digitale Möglichkeiten eventuell Abbrecherquoten zu verringern, aber auch eben das Studium interessanter oder ansprechender zu gestalten. Vielleicht über einen größeren Praxisbezug über oder andere Aspekte, die halt, wie gesagt, Studierenden auch besser begleitet. Natürlich das große Thema Internationalisierung, sich über Digitalisierung noch internationaler aufzustellen. Auch ein Beispiel ja aus der Corona-Krise, die Möglichkeit, plötzlich internationale Experten relativ einfach einzuladen, hier internationale Erfahrung zu ermöglichen. Dann die Öffnung der Hochschule, also auch die Möglichkeit, eben für neue Zielgruppen attraktiv zu werden. Und natürlich, was wir auch immer wieder hören, immer wieder mitbekommen, dass der Aspekt des lebenslangen Lernens und auch sich eben über Weiterbildung stärker nochmal zu profilieren als Hochschule. Sicherlich gibt es da auch noch viele weitere Themen, aber das sind so die Themen, die wir vor allem auch immer wieder identifizieren. Also gerade auch im Rahmen so der Peer-to-Peer-Beratung natürlich waren das Themen und interessanterweise auch in den letzten Monaten muss man auch sagen, dass dieses Thema, warum beschäftigen sich Hochschulen mit Digitalisierung, jetzt noch ein bisschen stärker auch nach hochschulintern erweitert wurde mit zunehmenden Themen, nämlich auch Themen aus der Verwaltung beispielsweise, also eine Effizienzsteigerung oder auch eine Modernisierung der Hochschule grundsätzlich und ergänzt auch zunehmend auch, Janika hat es gerade angesprochen, die Erhöhung des Studienerfolgs, überhaupt erstmal in der Corona-Pandemie das Studieren überhaupt zu ermöglichen. Dafür wurde auch tatsächlich, wurden ja auch insbesondere in den Infrastrukturen viele Maßnahmen ergriffen, die es überhaupt ermöglicht haben, weiter zu studieren. Und darauf können die Hochschulen, glaube ich, auch im Rückblick sehr stolz sein, dass das überhaupt möglich gemacht wurde. Und das sind so neue Themen, die auch dazugekommen sind, so sehr hochschulintern, sehr verwaltungsgetriebene Themen, die vielleicht auch jetzt in der neuen Debatte oder in den strategischen Zielen, die vielleicht jetzt angestoßen werden im Diskurs, auch nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen. So. Genau. Ja, und wir haben sozusagen schon mal eine kleine Aufgabe auch für die Lerncommunities mitgebracht. Die finden Sie auch im Workbook.
Und wir fanden das vielleicht auch ganz interessant, mit den Leuten zu teilen, die nicht an den Lerncommunities mit teilnehmen und so ein bisschen zu gucken, dass das, was wir jetzt gerade vorgestellt haben, in so eine Form von Narrativ, Story zu kleiden, in so einen Viererschritt auch gedacht. Also erstmal die Frage natürlich, die Hochschule steht für das und das. Das bedeutet erstmal wiederum für die Lehre, also unabhängig von der Digitalisierung, was bedeutet das für Lehrkonzepte, für Vorstellungen und Visionen, wie Lehre aussehen soll in diesem, durch dieses Profil, wie dann im nächsten Schritt sozusagen die Digitalisierung dabei unterstützen kann oder auch vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, zurückzugehen und sagen, was verstehen wir denn eigentlich in diesem Kontext eigentlich unter Digitalisierung? Also es ist Online-Lehre, was wir jetzt haben, es ist eher Blended Learning, es ist eher die Anreicherung von Lehre, es ist eher das Thema Digitalisierungskompetenzen, worüber wir uns unterhalten möchten. Also hier sehr deutlich machen, was verstehen wir unter Digitalisierung, welche Rolle soll Digitalisierung haben, um dann sozusagen erst im eigentlichen Schritt die Maßnahmen, die strategischen Ziele, die vielleicht messbar sind und auch die gewisse Strukturen betreffen, halt zu formulieren. Sozusagen das die Aufgabe auch für die Lerncommunities. Und nochmal hier kurz so ein Einblick, wie das aussehen kann, vielleicht in Form eines Mindmaps auch einfach mal zu assoziieren, wenn Sie ein gewisses Profil haben und die meisten kennen es ja, das haben wir gesehen, eben zu gucken, was bedeutet das wiederum für die Lehre und was bedeutet, auch welche Möglichkeiten ergeben sich dann mit Hilfe der Digitalisierung, eben auch diese Ziele oder diese Vision von der Lehre ja, Realität werden zu lassen. Ich glaube, eine Frage sehe ich gerade von Herrn Siasek. Ich glaube, wir hatten schon letzte Woche das Problem. Stellen Sie gerne Ihre Frage. Ja, hallo. Es ist einfach die Frage, die sich mir stellt für die Aufgabe. Ich glaube, irgendjemand im Chat hatte das auch schon gesagt. Das ist von Fakultät, also von Bereich zu Bereich, von Fakultät zu Fakultät, von Institut zu Institut sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Reicht das quasi, wenn wir einfach exemplarische Beispiele nehmen, also quasi auch die Leuchttürme benennen können und sagen, ja, wir wissen, sowas gibt es hier, aber es ist eben halt nicht irgendwie, es gibt da keinen Standard. Ne? Die Lehre ist frei, die Dozenten sind es auch. Genau, im Grunde zählt das so ein bisschen auch das auch ab, was ich jetzt letzte Woche gesagt habe und gerade ein bisschen unterschlagen habe. Wenn es um strategische Maßnahmen geht, geht es ja auch mal dann um die Frage, was können wir als Hochschule von zentralen Einrichtungen oder auch auf Fakultätsebene konkret unterstützen? Also nicht, was sollen die Lehrenden machen, sondern was können wir unterstützen, indem wir die gewissen Infrastrukturen bieten, gewisse Qualifizierungsangebote schaffen. Also wenn jetzt plötzlich, sage ich mal, mehr Blended Learning passieren soll, dass da entsprechende Angebote geschaffen werden soll. Aber wenn jetzt ein Dozent partout Online-Lehre machen will, dann soll er das dann, steht ihm das ja frei. Also es geht immer wieder darum, die Frage, wohin soll so eine Ermöglichungskultur entwickelt werden? Welche Angebote können geschaffen werden aus diesen zahlreichen Möglichkeiten, die es ja gibt, um da konkrete Maßnahmen auszuwählen? Aber eben, das heißt natürlich nicht, dass die Lehrerin gewisse oder Lehrende zu etwas gezwungen werden sollen, dann sollen so ein bisschen angestupst werden im Grunde genommen. Aber ja, wenn Sie sagen, in der Aufgabe ist es für Sie einfacher zu gucken, welche Leuchtturmprojekte zahlen denn vielleicht sogar auch das Profil ein, wo wird das schon gemacht, dann ist das genau, was im Grunde auch erwartet wird von dieser Aufgabe, sich Gedanken zu machen, wie hängt eigentlich das, was wir machen, mit sowas wie einem Leitbildprofil zusammen. Im Grunde geht es darum, und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Ja, ist es. Danke. Bitte. Ja, ich glaube, dann können wir auch, Tina, in die nächste Phase starten. Das glaube ich auch. Und wir freuen uns auch schon sehr auf den Blick in die Hochschule. Genau, dann möchten wir bitten, auch Herr Metag und Frau Emes einmal kurz Hallo zu sagen. Ich stelle Sie in der Mittlerweile vor, also Frau Professor Dr. Jutta Emes ist Vizepräsidentin für Internationalisierung und Digitalisierung an der Bauhaus-Universität Weimar. Und wie gesagt, war die Universität Weimar 2018, 19 Peer-to-Peer-Hochschule. Wir haben sie halt in einem Beratungsverfahren mit Experten und Expertinnen begleitet. Sie hat dort eben das Verfahren als Projektleitung, eben als Vizepräsidentin für Digitalisierung maßgeblich verantwortet. Hallo, Frau Emes. Ja, hallo Frau Budde und guten Tag in die Runde.
Hallo. Genau. Hallo. Und unser zweiter Interviewpartner ist Sebastian Metag. Sebastian Metag ist Geschäftsführer des E-Teach-Netzwerks Thüringen, so, der Landesinitiative in Thüringen, die gerade frisch sozusagen aus der Traufe gerufen worden ist. Und er war ist Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar und war dort auch im Projektteam eben für die Peer-to-Peer-Beratung zuständig und hat bei der Gestaltung des Beratungsbesuchs unterstützt und eben auch mitgearbeitet. Ja, herzlich willkommen, Herr Metag. Dankeschön und hallo. Gut, dann kommen wir gleich zur ersten Frage an Sie, Frau Emes. Vielleicht auch zu erwarten, wie würden Sie das Profil der Bauhaus-Universität beschreiben? Wofür steht Ihre Hochschule? Ja, also passt ja ganz zu dem, was Sie jetzt gerade in der Einleitung schon erklärt haben. Erstmal schauen, wofür steht die Hochschule? Bei der Bauhaus-Universität haben wir ein sehr klares Profil. Wir sind eine kleine Profiluniversität. Wir sind fokussiert dadurch, dass wir eben bestimmte Fachbereiche nur abdecken. Wir haben 4 Fakultäten, Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung und Medien. Wir sind aber, so wie Sie es jetzt gerade eingeordnet haben, eine Universität, die ein geborenes Themenprofil hat. Denn bei uns steckt das Bauhaus nicht nur im Namen, sondern bei uns im Hauptgebäude wurde 1919 das Bauhaus gegründet von Walter Gropius und seinen Schülerinnen und Schülern und ist auch nachher international bekannt geworden. Und insofern ist diese Bauhaus-Tradition prägend für uns. Wir berufen uns auf diese Bauhaus-Tradition in dem Sinne, dass schon vor über 100 Jahren Walter Gropius eben mit Schülerinnen und Schülern die brennenden Fragen der damaligen Zeit gestellt hat. Und das machen wir auch heute, dass wir aktuelle Fragestellungen, Problemstellungen aufgreifen, dass wir uns als internationale, interdisziplinär auch ausgerichtete Universität verstehen. Experiment und Kreativität ist besonders für uns und letztendlich auch das Zusammenspiel zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik. Also dass bei uns eben einerseits die Kunsthochschule des Landes Thüringen angesiedelt ist, auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Bereichen, um das mal nur kurz hier darzustellen. Ja, vielen Dank. Herr Metag, was bedeutet das denn ja konkret für die Lehre heute? Das sind eigentlich zwei Ebenen, auf denen sich das widerspiegelt. Zum einen ist es auf der Ebene der Lehrveranstaltungen, dass es bei uns hier immer darum geht, künstlerische und gestalterische Praxis mit der Wissenschaft, wissenschaftlichen Methoden, mit technologischen Ansätzen, ja sogar mit dem Handwerk zu verbinden. Das ist das eine. Und das bedeutet, und das wird auch explizit von den Studierenden eingefordert, dass es möglich ist, disziplinenübergreifend tatsächlich auch studieren zu können und eben zu lernen im Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen. Und im Kern sollen dabei immer Ideen und Konzepte für eine humane Gesellschaft, für eine lebenswerte Umwelt erforscht und eben in einer Gemeinschaft von Lernenden, Studierenden entwickelt werden. Und im Kern ist bei uns Studium immer Projektstudium. Also das ist in fast allen Fächerkulturen und Studiengängen fest verankert, dass projektorientiert gearbeitet wird, eben auch aus der Tradition des Bauhauses heraus. Und auf der Ebene der Studiengänge bedeutet das am Ende, dass eben auch hier fakultätsübergreifende Modelle gesucht werden. Ein Beispiel ist der Studiengang Media Architecture, der eben von den Fakultäten Architektur und Medien gemeinsam getragen wird. Und in ähnlicher Weise, um auch das Internationale zu betonen, gibt es eben auch solche Angebote wie den Studiengang Digital Engineering, der zum einen vollständig englischsprachig ist, und zum anderen eben auch wieder aus einer Kooperation der Fakultäten Bauingenieurwesen und Medien wiederum dann resultiert. Und für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir versuchen, in den Studiengängen auch externe Perspektiven mit einzubeziehen, tatsächlich auch Expertinnen und Experten für die Lehrveranstaltungen zu gewinnen und in gleicher Weise auch Studierende mit zu beteiligen. Es gibt ein Modell, die sogenannten Bauhausmodule, das heißt Lehrveranstaltungen, in denen tatsächlich auch Studierende Lehrveranstaltungen durchführen. Und wenn Sie jetzt, das sind ja total viele spannende Aspekte, Sie haben Kooperationen angesprochen, Internationalisierung, fakultätsübergreifendes
handeln, wo würden Sie denn sagen, dass dann Digitalisierung da eine Rolle spielt? Also inwiefern kommt dann sozusagen Digitalisierung in Studium und Lehre zum Tragen, jetzt auch fakultätsübergreifend, so mit Bezug auf Ihre Hochschule? Soll ich einfach mal antworten? Vielleicht noch etwas vorangestellt bei dieser Antwort. Frau Bode, Sie haben mich vorhin vorgestellt als Vizepräsidentin für Internationalisierung und Digitalisierung. Das war ich tatsächlich zum Zeitpunkt des HFD-Audits, also der Peer-to-Peer-Beratung 2018, 2019, seit 2020. Und damals war das, muss ich dazu sagen, in Thüringen das erste Mal, dass das Thema Digitalisierung im Präsidium verankert wurde, in einer Hochschule in Thüringen zumindest. Und seit 2020 bin ich Vizepräsidentin für Internationales, Diversität und Transfer. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Bogen, Frau Ladwig, zu der Frage, die Sie gerade gestellt haben, was macht denn Digitalisierung da aus? Also Digitalisierung ist bei uns im Präsidium jetzt nicht mehr explizit erwähnt als eine, wenn man so will, Denomination, sondern wir haben gesagt, quer durch das Präsidium hindurch, jeder ist in seinem Bereich für Digitales zuständig und Digitalisierung ist letztlich eine Bereicherung in allen Facetten, in allen Bereichen, die jetzt angesprochen wurden. Also für die Lehre natürlich dieses Wechselspiel zwischen analog und digital, diese Möglichkeiten, die Flexibilisierung, die möglich ist durch Digitalisierung und damit aber auch, ich habe gerade gesagt, für Diversität, für Internationales, für Transfer bin ich zuständig. All das ginge nicht ohne Digitalisierung. Also Digitalisierung bietet Flexibilität, sie bietet Zeit- und Ortsunabhängigkeit, wie wir alle wissen, im Lernen, aber eben auch vor dem Hintergrund dieser anderen Fragestellungen, also der Zugänglichkeit, des Zugangs zu Services der Uni, Barrierefreiheit in einem Sinne, eine Individualisierung von Möglichkeiten der Interaktion zwischen Studierenden, Lehrenden und der Universität. Also insofern eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht. Und insbesondere auch für Lehren und Lernen, für die Studienorganisation, neue Möglichkeiten der Kommunikation, also vielfältige Art des Positiven ist hier zu unterstreichen. Ach, das ist ja total spannend, dass Sie das als Querschnittsthema jetzt mit eingenommen haben. Weil interessanterweise die ersten Dokumente, die wir uns angeguckt hatten, auch so aus 2012, waren noch klassische IT-Strategien, bis es dann zu Digitalisierungsstrategien. Und bei Ihnen ist es jetzt schon sozusagen den Schritt weiter in einer weiteren Reflexionsschleife, nämlich zur Ermöglichung durch Digitalisierung, Diversität und Internationalisierung und Transfer. Ganz spannend. Also vielleicht noch ergänzend, wir haben tatsächlich keine eigene Digital- oder Digitalisierungsstrategie. Wir haben Digitalisierung aber in verschiedenen Bereichen verankert. Also wir haben eine Lehrstrategie, die auch jetzt nochmal wieder überarbeitet werden soll, aber schon auch in der ursprünglichen Version spielt Flexibilisierung, spielt Digitalisierung eine Rolle. Wir haben jetzt gerade im April unsere Internationalisierungsstrategie nochmal überarbeitet und neu verabschiedet im Senat. Und auch da ist ein einzelnes Kapitel extra zur Internationalisierung und Digitalisierung enthalten, also im Kontext Zusammenarbeit international mit anderen Partneruniversitäten bis hin zu Blended Learning Environments, die miteinander interagieren, also dass hier Konnektoren zwischen Partneruniversitäten geschaffen werden sollen. Ja. Janika, du? Ja, ich wollte so die nächste Frage anschließen. Also Sie haben jetzt schon sehr deutlich gemacht, sozusagen, wie auch in Digitalisierung bei Ihnen diskutiert wird, wie das wirklich eng mit dem Profil verzahnt ist. Sehen Sie da auch Herausforderungen bei dieser Verzahnung oder wo sind Schwierigkeiten, wenn man über das Thema Digitalisierung bei Ihnen spricht? Audio wieder einstellen? Ja, auf jeden Fall. Also Herausforderungen also unterschiedlicher Art und Weise für unsere Hochschule sind gegeben. Erstmal trotzdem alle mitzunehmen, was wir auch im Prozess dieses Audits gemacht haben, als einen wesentlichen Punkt. Zum anderen Digitalisierung trotzdem noch auch als ein Thema, was neu, wenn man jetzt neu im Sinne Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, also 20 Jahren spricht, neu auf Universitäten, auf Hochschulen zugekommen ist. Und das sehe ich gerade als eine sehr starke Herausforderung, dass wir in vielen Bereichen
neue Services schaffen müssen und auch immer wieder up-to-date werden müssen, dass wir die Leute brauchen, die qualifiziert sind, diese Services einzubringen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch finanzielle Ressourcen, die entsprechend gewidmet werden müssen. Und dann haben wir die Fakultäten, die sagen, ja, aber da ist ja so viel Geld, was in den zentralen Bereich geht. Wir wollen das eigentlich lieber als Fakultät haben, sehen dann aber sicherlich auch trotzdem schon die Bedeutung und die Notwendigkeit dieser Services. Und Digitalisierung ist da ja nur ein Beispiel. Also Transfer, Diversität, viele andere Bereiche sind ähnlich zu betrachten. Und man kann das eigentlich insgesamt auch sehen, dieser Prozess ist ein Prozess des Change Managements, der in vielen Bereichen durchlaufen muss und bei dem es auch viele Ähnlichkeiten gibt, die wir da sehen. Interessant ist, vielleicht kann man dazu auch gleich nochmal eine Frage hier aus dem Chat nämlich aufgreifen. Dass eine Frage war, ein Ziel, oder es fällt auf, dass Kostensparen nie ein Ziel ist im Bereich der Digitalisierung. Und das ist etwas, was ich also aus meiner Sicht jetzt auch aus der Reflexion der verschiedenen Hochschulstrategien durchaus so stehen lassen würde, dass es nämlich, dass man die Erfahrung bereits gemacht hat, dass Digitalisierung durchaus eher kostet, als dass es uns Einsparungspotenziale bietet oder dass das nicht das Ziel ist, warum man Digitalisierung als Ermöglichung vielleicht auch stärkt, wie Sie es tun mit im Rahmen des Transfers und Internationalisierung. Aber vielleicht wollen Sie dazu auch noch mal ganz kurz eingehen, wie, ob das überhaupt bei Ihnen thematisiert wurde. Ja, also, oder Herr Mieter, ich kann ja gerade was sagen, Herr Mieter, Sie ergänzen das dann. Tatsächlich an Kostensparen spielt immer eine Rolle, muss ich sowieso sagen. Wir haben einen Wirtschaftsplan, wir haben einen Jahresabschluss, wir müssen genau gucken, wofür widmen wir Gelder, denn Forschung und Lehre, das ist Hauptzweck der Universität und wir dürfen das Geld nicht anders einsetzen. Aber wir merken, die Digitalisierung kostet. Wir haben, ich habe eben gesagt, keine eigene Digitalstrategie. Wir haben aber auf Landesebene eine mittlerweile in zweiter Version verabschiedete Digitalisierungsstrategie des Landes Thüringen für den Hochschulbereich. Und da spielt nicht nur der Bereich Studium und Lehre eine Rolle, da ist natürlich auch die Unterstützung von Forschungsprozessen. Da sind Themen wie Forschungsdatenmanagement, Open Access, Forschungsinformationssysteme, Digitalisierung in der Verwaltung. Und wir müssen in vielen Bereichen gerade Stellen schaffen, die etwas kosten und gleichzeitig ist es dann auch eine Herausforderung zu schauen, wie können wir denn vielleicht auch umwidmen, wie können wir Leute anders einsetzen, damit wir das alles auch meistern können. Aber also Kosten sparen ist gerade in diesem Transformationsprozess erstmal schwierig. Oder nicht das Ziel. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Ja. Wollen wir noch eine letzte Frage? Ich gucke auf die Uhr, Jannika, wollen wir noch? Ja, eine können. Ja, eine haben wir noch. Interessant fände ich nämlich noch, Sie haben ja jetzt ganz viel, wir haben ja über viele Ergebnisse auch gesprochen. Es gibt sozusagen, was uns nämlich noch interessiert, ist der Weg auch zum Ergebnis. Das heißt also, wie gestalten Sie den Strategieprozess in Ihrer Hochschule? Wie sind Sie damit eigentlich gestartet und gab es so einen Initialfaktor dazu? Ich kann das ja gerne mal versuchen. Sehr gerne, Herr Mittag. Tatsächlich ist das ja, also Strategien zu formulieren, ist, glaube ich, eine Daueraufgabe. Und Strategien immer wieder neu zu bestimmen, ist eine Daueraufgabe. Insofern würde ich jetzt mal auf den Strategieprozess gemeinsam mit dem HFD schauen. Und das war natürlich eine perfekte Gelegenheit, um überhaupt noch einmal wieder auf das Profil der Bauhaus-Universität zu schauen und zu überlegen, was macht denn eigentlich diese Universität aus? Und dabei ist es eben deutlich, dass eine ganze Menge an interessanten Merkmalen nebeneinander stehen, die uns so besonders machen. Und für uns war zu Beginn die vielleicht etwas naive Vorstellung, wir könnten uns jetzt einzelne Merkmale herausgreifen und überlegen, wie kann die Digitalisierung genau dazu beitragen? Und das war ein ganz, ganz spannender Diskurs quer durch die Universität, aber es ist uns nicht gelungen, tatsächlich eine Zielstellung dafür zu formulieren. Auf dem Weg ist uns aber aufgefallen, wie höchst unterschiedlich Digitalisierung doch ausgedeutet wird. Das wird auf sehr unterschiedlichen sozusagen Granularitätsebenen diskutiert. Das werden aber auch ganz unterschiedliche Erwartungen an die Digitalisierung von Studium und Lehre gestellt. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir treten von der Zielstellung, jetzt einzelne Schwerpunkte durch Digitalisierung zu thematisieren oder zu stärken, noch einmal einen Schritt zurück
und überlegen uns überhaupt erstmal, was ist denn unser gemeinsames Verständnis von Digitalisierung in Studium und Lehre und haben das ja dann auch zum Gegenstand der Strategieberatung gemacht. Denn wir haben als Anspruch dann formuliert, dass wir eben als Institution auch wirklich versuchen wollen, gemeinsame Werte und Normen zu verkörpern und das am Ende auch als verbindende und orientierende Elemente anderen mit an die Hand zu geben. Und das Zweite war für uns auch damals schon das Thema der Unterstützungsstrukturen. Und zwar bewusst, dass wir eine Menge an Angeboten unterbreiten, dass die aber ein Stück weit zwar vielfältig, aber auch zerfasert sind und dass wir auch für die Zukunft eben ein tragfähiges Konzept brauchen, um unsere Ressourcen auch sinnvoll einzusetzen. Und das haben wir quasi mit in diesen Strategieprozess mit hineingegeben. Und in diesem Prozess sind insbesondere dann gerade bei dem Vorortbesuch, und wir hatten ja hier am zweiten Tag eine sogenannte Zukunftswerkstatt gemeinsam mit dem Hochschulforum Digitalisierung dann gestaltet, die unglaublich kreativ war, große Beteiligung fand und also wahrlich inspirierend. Und ich glaube, das hat auch wirklich noch lange getragen, dieser Impuls, der aus dieser Zukunftswerkstatt hervorging. Und tatsächlich sind die Ideen, die damals ja nur kurz skizziert wurden, dann auch immer wieder aufgegriffen worden. Da gab es einzelne Workshops beim Tag der Lehre, die das dann nochmal wieder thematisiert haben. Oder andere Arbeitsgruppen. Es ist ein Beirat für Digitalisierung eingesetzt worden, um das Ganze dann nochmal ein Stück weit systematischer voranzubringen. Und ich würde mal behaupten, dass es uns mindestens mal mit Blick auf die Strukturen ganz gut gelungen ist, dass auch tatsächlich dann in verschiedene einzelne Maßnahmen dann auch zu verankern und tatsächlich systematisch jetzt auch anzugehen. Durchaus ein Fragezeichen würde ich immer noch zu dem gemeinsamen Verständnis stellen. Aber das rührt sicherlich auch aus der Situation, dass natürlich jetzt wieder viele Dinge in Frage gestellt worden sind. Das, was bisher sozusagen als tradiert anerkannt war, ist ja nun doch einigermaßen wieder irritiert. Und ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal wieder ein Stück weit die Zeit und die Gelegenheit, um strategischer wieder planen zu können, als nur zu reagieren auf die aktuelle Situation. Und dabei sieht man ja, wie wichtig auch der kulturelle Aspekt bei all dem ist, was man sich sozusagen überlegt, ist das, was Sie ja sagen, in dem tradierten Wissen, das in die Breite zu tragen, dass ich das auch tragen kann über solche Krisen auch hinweg oder dann auch hinterfragt zu werden und trotzdem ein stabiles System zu haben, das ja immer noch handlungsfähig ist. Und dass solche, wie Sie gesagt haben, Herr Mittag, zu Beginn, es ist ein fortlaufender Prozess, der wahrscheinlich immer wieder auch herausgefordert wird, auch mal durch externe Treiber. Vielen Dank, das war ein ganz spannender Einblick. Ja, noch eine Ergänzung, weil Herr Mittag hat gerade auch diese Zukunftswerkstatt angesprochen, die wir im Rahmen des Audits ja, also in dieser Begehungsphase der Peer-to-Peer Gutachtung durchlaufen hatten. Wir hatten damals in die Hochschule breit eingeladen, also wer Interesse hatte, der konnte kommen und wir haben dann gedacht, ja, da kommen dann mal so 5 bis 10 Personen und es war ein regelrechter Run. Also wir waren ganz überwältigt, wie viele Interesse hatten, daran teilzunehmen und das hängt auch damit zusammen, also überhaupt die Vorteilhaftigkeit solcher Auditierungsprozesse, solcher Begehungen, die liegt unter anderem auch darin, dass ja ein Gespräch in der Universität in Gang kommt, dass man also zu diesem Thema, wie Herr Mittag das auch gerade beschrieben hat, sich mal zusammensetzt und sagt, was bedeutet jetzt Digitalisierung für uns, wie wollen wir da vorgehen und man nimmt gleichzeitig sehr viele mit, also die Sensibilisierung für das Thema ist dann breiter gestreut in der Universität und hat viele positive Effekte, also es war sehr bereichernd und auch heute noch wird gerade dieses Peer-to-Peer-Audit bei uns an der Uni immer wieder als exemplarisches, positives Beispiel für Auditierungen genannt. Wir haben einige andere seitdem durchlaufen und es hat wirklich auch Spaß gemacht und viel bewirkt. Schön. Ja, das freut uns natürlich sehr. Sie haben es gerade gesagt, Frau Ewes, man muss irgendwie alle mitnehmen und dann sind wir eigentlich auch schon im Ausblick, auch leider auf die nächste Sitzung. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie halt eben auch Hochschulprofil wichtig sind für das Thema Digitalisierung. Aber eine Sache, was die strategischen Ziele angeht oder auch im Grunde diese ganze Frage nach strategischen Auseinandersetzungen ist eben, dass das auch eben in der Frage kam, sie müssen zwar irgendwie spezifisch sein für die eigene Hochschule, aber doch so breit sein eigentlich,
dass sie alle Fachkulturen, Fachbereiche, Besonderheiten eben auch mit einschließen kann, auch eben darauf reagiert werden kann mit fachspezifischen Maßnahmen. Und im Grunde bedeutet das eben wirklich alle mitgenommen ist, wie Frau Emes es gerade gesagt hat, und eben auch ja, Entscheidungsprozesse in einem Gegenstromprinzip ja, entwickelt werden müssen oder passieren müssen. Und das ist genau Thema der nächsten Sitzung. Wir wollen uns eben gemeinsam mit Frau Barbara Ghetto anschauen, wie können solche Prozesse aussehen, was genau bedeutet das eben top-down, aber eben auch bottom-up von Seiten der Lehrenden, von Seiten der Fakultäten, eben diese Entscheidungsprozesse zu Digitalisierungsverständnis, zu den strategischen Zielen und ja sozusagen dem Narrativ der Hochschule, auch diese Entwicklung einer Vision für die Hochschule eben gestaltet sein. Und ja, damit sage ich auch nochmal vielen Dank an alle, die hier teilgenommen haben. Natürlich vielen Dank an Tina Ladwig für den tollen Impuls aus dem Projekt heraus, aus der Untersuchung von Digitalisierungsstrategien. Und natürlich nochmal vielen Dank an Frau Emes und Herrn Metag für diesen tollen Einblick eben aus einer Peer-to-Peer-Hochschule.